Hallo, lieber Krebs, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist für hier für deine Legung für die kommenden 2 Monate September und Oktober. Lieber Krebs, ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du bester Gesundheit bist. Darüber würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Lieber Krebs, es geht hier darum, wenn du deine Sonne im Zeichen Krebs hast oder einen Aszendenten Krebs oder wenn sich der Mond im Tierkreiszeichen Krebs befindet, dann bist du hier genau richtig für die kommenden 2 Monate, wenn du dann natürlich mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist. Falls das nicht der Fall ist, ja, dann sei bitte nicht traurig, vielleicht bist du dann das nächste Mal dabei. Ja, ich habe hier Karten mitgebracht, Orakeldecks und meine Lenormand-Karten. Ich stelle die mal kurz vor. Ja, da haben wir hier die blaue Eule mit der Sonderedition, wo ich gleich eine kleinere Legung mitmachen werde. Die sind im Königsfurt Orania Verlag erschienen. Dann habe ich die Karten von dem Kurt Tepperwein Lebensfreude für jeden Tag mitgebracht. Das sind die hier. Die sind im MVG Verlag erschienen. Mit diesem Deck The Map, Weisheitskarten der Seele, werde ich so eine Überschrift für dich ziehen für die kommenden 2 Monate. Dieses Deck ist erschienen im Knauer Verlag und von der Colette Baron Reid. Und dann habe ich noch die süßen Eulen mitgebracht, Eulen der Glückseligkeiten, im Schirner Verlag erschienen. Ja. Da schauen wir nochmal, was du da für Zusatzbotschaften erhältst, was für dich hilfreich ist in deiner Situation oder in dem, was eben halt da auf dich zukommen wird. Ja, okay. Ich denke, ich habe jetzt soweit alles gesagt. Ich starte da mal durch und beginne eben halt mit The Map. Upsa. Ach so, da werde ich halt auch aus dem Booklet vorlesen. Ja, und los geht's. September, Oktober, lieber Krebs. September, Oktober. Magst du keine Überschrift? Eine Karte, dieser Geist. Na, das sind mir zu viele. Entschuldigt bitte. Eine Karte, liebe geistige Welt, für die lieben Krebsgeborenen, für das Kollektiv meiner Krebse, für meine Zuschauer. Oh, die lässt aber auf sich warten hier. Ja, unglaublich. Okay, dann werde ich jetzt fächern. Es hat sich auch keine so direkt gezeigt, ja. Das kommt nicht so häufig vor. Okay, dann schaue ich mal, liebe Krebs, dann lasse ich mich jetzt hier rein intuitiv leiten. Diese. Okay, dann schauen wir mal, was da gekommen ist. Oh, mein Hund. Also diese Karte ist umgekehrt gekommen, ja, weil diese Karten liest man eben halt aufrecht und umgekehrt. Und für dich ist sie umgekehrt gekommen, die Nummer 34, mit der schöpferische Funke. Die sieht so aus. Ich stelle sie hier halt auch für dich hier auf den Kopf hin. 34. Du bist ein reines Gefäß für die göttliche Kreativität. Umgekehrt. Es gibt Menschen, die dein Potenzial nicht anerkennen wollen und deshalb Wasser in dein Feuer gießen. Dann musst du dich von ihnen fernhalten, damit die Dinge nicht zu klamm werden. Kommt diese Karte in umgekehrter Position zu dir, dann kann das ebenfalls bedeuten, dass du einen Gedanken, einem Gefühl
oder einer Situation gestattest, derart an deinen Kräften zu zehren, dass du Gefahr läufst, dich dabei völlig zu verausgaben. Zwanghaftigkeit und Impulsivität müssen jetzt in die Schranken gewiesen werden. Ruhe dich an einem wärmenden Feuer aus. Lass die Dinge sich ein wenig beruhigen. Danach wirst du sehen, ob der echte Funke noch vorhanden ist. Wenn nicht, kannst du jederzeit ein anderes Feuer entfachen. Okay. Kreativität, der schöpferische Funke, möchte überspringen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, nicht an irgendetwas festzuhalten, wo du letztendlich auch irgendwie nicht weiterkommst, sondern dann eben halt auch die Dinge gehen zu lassen. Also erstmal innezuhalten und zu sagen, mache ich da weiter, wo ich schon die ganze Zeit dran war, oder eben halt lasse ich es sein und widme mich etwas Neuem. Ja, mal schauen, was die Lenis da noch zu sagen. Das schaue ich mir jetzt gerne für dich an, lieber Krebs. Ja, September, Oktober. Da ist jetzt eine Karte im hohen Bogen gesprungen, die nehme ich natürlich. So, da haben wir den Hund, die Eulen, das Kreuz, da haben wir ja auch schon das Göttliche dabei, ja, den Bär, die Störche, das Kind, die Wege, das Herz und die Fische. Ja, und unterm Deck haben wir den Fuchs, ja. Und der Fuchs ist das konträre Bild zum Hund, ja. Der Hund spricht von Vertrauen und der Fuchs spricht von Misstrauen. Man kann sich hier halt auch fragen, oder du könntest dich das fragen, lieber Krebs, wovor schleiche ich noch herum, ja. Wo belüge ich mich halt auch selbst, wo belüge ich eventuell halt auch andere. Wo bin ich vielleicht zu unachtsam? Wo darf ich genauer hinschauen? Was ist jetzt letztlich richtig und wichtig für mich? Ja? Und wo muss ich aber auch in einer gewissen Situation vielleicht schlau, klug vorgehen? Ja? Das heißt ja nun halt auch der Fuchs. Ne? Der Fuchs spricht aber auch von Manipulationen. Ja? Schauen wir mal, was er noch zu sagen hat, wenn ich jetzt hier tiefer für dich in die Legung einsteige. Wie ich schon sagte, der Hund, der hier als zentrales Thema liegt, spricht genau vom Entgegengesetzten, eben halt vom Vertrauen, aber auch von Regelmäßigkeiten, auch von Gewohnheiten. Das ist auch sowas von, ich bin lieb, ich bin brav, ich bin angepasst. Ja, das heißt der Hund eben halt auch. Und oftmals bringe ich den Hund in Verbindung mit Erwartung, Erwartungshaltung, ja. Ja, hier möchte aber auf jeden Fall etwas unbedingt geändert werden, weil das Kreuz spricht immer so von einer Wichtigkeit. Etwas ist jetzt an der Zeit, ja, wo größere Veränderungen eben halt auch stattfinden dürfen, ja. Eben halt größere Veränderungen in dem Thema, was ich gerade schon angesprochen habe, unter anderem, ich steige ja hier noch näher ein, wenn ich sogar sehe, da haben wir sogar die Kombination von Eulen und Störche, das sind sogar nicht kleinere Veränderungen, das sind wirklich größere Veränderungen, die hier stattfinden wollen. Wahrscheinlich ist es hier für dich gefragt, eben halt zu dir selber zu stehen, davon spricht nämlich der Bär, da haben wir auch das Neue eben halt auch direkt dabei liegen. Also kommt mir da eben halt schon die Karte 34 hier entgegen, wo es eben halt da, wo zum Schluss drüber gesprochen worden ist, etwas Neues da zu beginnen, etwas Neues anzufangen, ja. Hier will eben halt mit dem Kind auf, unbedingt etwas neu gestartet werden, ja. Man kann jetzt erstmal noch gar nicht ganz so erkennen, um was es geht. Gut, ich habe hier die Themenkarte natürlich der Liebe liegen, auch hier der Finanzen.
Aber was ich eben halt meine, letztendlich eben halt auch Beziehungskarte sehe ich nicht, der Anker für die Arbeit oder so für die Selbstständigkeit. Also man kann noch nicht ganz so richtig erkennen, in welche Richtung denn das Neue geht. Ich glaube, dass es halt auch hier um ein Gefühl geht. Da sind ja zwei Gefühlskarten, ja, wo du dich eben halt auch von einem Gefühl lösen darfst, ja, wo eben halt ein Gefühl, also ein Muster da ist, ja, was eben halt nochmal neu überdacht werden darf und ersetzt werden darf durch etwas Neues. Können auch Glaubenssätze sein, ja. Und ja, genau, erstmal soweit. Der Bär, der spricht ja von einer männlichen Person in einer privaten Legung, kann auch eine weibliche sein. Primär muss ich aber sagen, nämlich jetzt zu diesem Zeitpunkt war, dass es eben halt die Eigenschaft des Bären ist, also eben halt das Thema zu sich selber zu stehen, mutig zu sein, einen Schritt zu machen, ja. Ein Schritt eben halt aus einem, ja, mir kommt doch Gefühl eben halt auch rüber, ja, weil sonst wäre ja auch nicht so dieses Thema, zu sich selber zu stehen, eben halt auch aus der Höhle zu kommen, sich zu zeigen und dadurch eben halt größere Veränderungen zu bewirken. Und das spricht hier, ich habe hier auch zwei Vertrauenskarten, also hier zwei Karten der Veränderung und zwei Karten des Vertrauens. Hier haben wir eben halt auch das Selbstvertrauen und hier eben halt auch gewissen Dingen zu vertrauen. Ja, also dass, wenn man eben halt diesen Schritt macht, könntest du dich dann eben halt fragen, ne, wie reagiert das außen? Und also da schwingt eben halt auch so dieses Thema mit, soll ich das machen? Das ist eben halt hier auch der Fuchs, ne? Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Eben halt dieses Herumschleichen und das Misstrauen eben halt auch zu sich selber zu haben, in Richtung Neustart, ja. Also hier habe ich echt schon so das Gefühl, das Kind grenzt hier halt auch an das Kreuz, hier will etwas Neues beginnen, aber ich nehme halt auch diese Energie wahr von, ja, ich traue mich nicht und soll ich das und was passiert denn dann, und dass du eben halt auch hier das Thema des Selbstzweifels eben halt auch hier liegen hast. Ja, und irgendwie drängt dich quasi diese Legung. Ich bin ja noch gar nicht bis ganz ans Ende gekommen, aber wenn ich mir hier die ersten Karten anschaue, wirst du quasi so energetisch dazu hingeschubst, ja, ganz liebevoll, eben halt etwas zu tun. Vielleicht steht das eben halt bei dir auch schon länger an, etwas da, was dir auf dem Herzen liegt. Und du eben halt auch spürst, ja, soll ich das machen? Und das ist doch noch gar nicht richtig ausgereift. Aber ich habe so das Gefühl, im September, Oktober ist es jetzt eben halt an der Zeit hier mit dem Kreuz. So, wie soll ich mal sagen, hier liegt so das Go. Mach es, lieber Krebs. Geh los, ja. Du hast jetzt da schon lange genug drüber nachgedacht und du hast jetzt die Kraft, den Mut in dir, einen Schritt zu tun. Aus der Regelmäßigkeit eben halt heraus. Also irgendwie kommt mir auch so, wenn ich auch hier die Wege sehe, eben halt von einem Weg eben halt auch abzugehen, ja, den du da vielleicht eingeschlagen hast. Das sind hier vertraute Wege und genau diesen vertrauten Weg, und das schürt natürlich auch ein ungutes Gefühl, ja, aber du sollst es tun, du sollst also den anderen Weg einschlagen, ja. Bei den Wegen haben wir ja nun mal halt hier die zwei Wege, ja, und vielleicht geht es eben halt darum, hier jetzt hier über diese Brücke zu gehen, ja, und dich quasi auf Neuland zu betreten, ja. Und über die Brücke heißt ja eben halt auch irgendwie so, sich zu überwinden, auf die andere Seite zu gehen. Und eben halt auch hier, man sieht ja nicht, wo, also was hier am Ende der Brücke ist, also wo der hin der Weg also führt. Da darfst du dich eben halt auch einlassen, kommt mir, ja. Genau. Man kann hier schon sagen, dass es eben halt auch darum geht, um das liebe Geld. Ja, wenn ich das dann mache, schaffe ich das so finanziell? Ja, und da ist so dieser Zweifel, die Sorge, also aber auch eine bekannte Zweifel, eine bekannte Sorge in Bezug halt auf das Geld. Vielleicht ist auch hier und da bei einem Projekt vielleicht, was du vorhast, vielleicht ist da eben halt auch noch nicht so viel Geld vorhanden. Aber mir kommt irgendwo halt dennoch, auch wenn du sagst, ah, das wird aber knapp mit dem Geld, ja, dass du eben halt vertrauen darfst, dass, wenn du den ersten Schritt machst,
Ja, dann ist es eben halt so, dass dich die geistige Welt, die Engel eben halt auch tragen und heben. Wenn du eben halt mutig bist, dann wird womöglich von irgendwo Geld herkommen. Das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören. Es ist aber so, ja. Weil das eben halt auch spirituell zu sehen ist, diese Legung, ja, dann kommt irgendwie von irgendwoher Unterstützung und dass du es eben halt mit dem Geld eben halt auch schaffen wirst, ja. Ich denke, dass es eben halt auch darum gehen kann, dass du die Sichtweise ändern darfst. Also eben halt raus aus diesem gewohnten, aus dieser gewohnten Denkweise, Sichtweise, ja, und den Weg des Herzens eben halt auch gehen. Also sich auch in den Fluss begeben und eben halt zu sagen, ja, ich springe jetzt in diesen Fluss, auch wenn der jetzt erstmal gar nicht so sicher irgendwie für mich aussieht, aber ich wage diesen Schritt. Ja, und ich habe schwimmen gelernt, symbolisch gesehen, ja, ich habe schwimmen gelernt und ich bin jetzt bereit, eben halt mit dem Fluss zu fließen. Das kommt mir hier so rüber. Ich glaube, dass du halt auch, wie soll ich mal sagen, eben halt auch nicht so unzuverlässig zu dir selber sein darfst, ja. Also so irgendwie halt dann zu beginnen und dann irgendwie abzubrechen, das kommt mir irgendwie halt auch noch so rüber. Also du darfst den Weg ruhig kontinuierlich eben halt weitergehen, treu weitergehen, weil der Hund ist auch ein treuer Begleiter, ja. Und die treuen Begleiter sind eben halt hier deine Neugierde, ja. Und dein Gefühl, deine Intuition schwingt ja also auch ganz, ganz dolle mit. Das hast du ja halt, lieber Krebs, ja. Und hier wirklich auch den Mut, eigentlich, nicht eigentlich, letztendlich bist du eben halt schon ein Tierkreiszeichen, was halt auch mutig ist. Und du hast eben halt jetzt hier göttliche Unterstützung. Und da mag ich dir anhand deiner Legung zurufen, trau dich. Ja, ich steige mal eben tiefer ein. Also kann sein, dass ich jetzt zwischendurch auch mal so ein bisschen ruhig bin. Wundere dich nicht darüber, lieber Krebs, ja. Du wirst keinen Erfolg haben, wenn du, wie gesagt, eher dem Weg gehst, der schon so ausgelatscht ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also so ein Pfad, der eben halt vielleicht auch bequem ist und wie gesagt, der gut ausgebaut ist. Und da sagst du eben halt, ja, da fühle ich mich eben halt am wohlsten, ja. Und damit wirst du aber keinen Erfolg haben in dem, wo du jetzt in dich hineinspürst, in deine Situation, worum es da geht, ja. Kann ja eben halt privater Natur sein, kann aber auch eine berufliche Sache sein, eben halt auch eine Selbstständigkeit kann das sein, wo du dich vielleicht nicht traust, irgendwas Neues in deiner Selbstständigkeit aufzunehmen oder sogar in Selbstständigkeit zu gehen. Ja, also da gibt es ja nun halt vielerlei Möglichkeiten, aber sowas meine ich eben halt. Und dass du eben halt den zu sicheren Weg gehst und die Engel, die geistige Welt dich dazu quasi auffordert, trau dich da mal etwas Neues auszuprobieren. Ja, also der gewohnte Pfad, der gut ausgebaut ist, der wird dir jetzt gar nicht so förderlich für dich sein. Wenn Zweifel aufkommen, wenn Unruhe aufkommt, ja, das hat natürlich seine Berechtigung. Das sind wahrscheinlich so deine Triggerpunkte, die da in dir sind, ja, sodass sobald Zweifel aufkommt, du eben halt sagst oder du eben halt sagen könntest, nee, da gehe ich nicht weiter, ne, und ne, das mache ich nicht und du dann eben halt ins Misstrauen und in die Selbstzweifel kommst, die ich gerade schon angesprochen habe. Ja, wenn ich aber auch diese Kombination hier halt auch sehe, gut, das kann ich natürlich über die Karten ganz leicht sagen, aber es heißt oftmals mit den Eulen und dem Fuchs so, diese Zweifel sind letztlich unnötig. Ja, wie gesagt, das kann ich natürlich leicht übers Kartenblatt sagen, aber ich gebe es dir natürlich mit auf den Weg, weil du könntest jetzt halt auch in so einer Situation sagen, okay, da seid ihr wieder, ihr lieben Zweifel, ja. Ich kenne euch doch schon, ich komme euch da aber auf die Schliche und ich bin aber irgendwo so jetzt gewillt, etwas unbedingt jetzt umzusetzen und etwas zu tun. Ja, und in diese Richtung darf das gehen. Ja, es ist jetzt hier ein Entwicklungsschritt für dich an der Reihe im September und Oktober. Ob das jetzt im September oder Oktober kommen wird, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich kann nur sagen, innerhalb dieser 2 Monate wird da etwas halt auch auf dich zukommen,
was für dich ganz wichtig sein wird. Eben halt, das kann ein Projekt sein und es sollte dir das, was auf dich zukommt, auf jeden Fall irgendwo halt auch so eine Hoffnung aufkommen. Ja? Wie gesagt, es kann beruflicher, aber auch privater Natur sein. Also du darfst da wirklich zuversichtlich, hoffnungsvoll sein. Und es ist jetzt an der Reihe, wie gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass diese Situation und auch diese Gefühle auf dich zukommen, ja? Wo du drauf Acht geben darfst, ist, dass du da nicht so verbissen dran gehst, ja? Also sowas wie, ja, ich will das aber auch jetzt unbedingt. Ich meine, das kann positiv sein, das kann das Ganze auch motivieren. Aber dieses Verbissene kommt mir eben halt so rüber. Ja, da solltest du eben halt auch vorsichtig sein. Ja, auf jeden Fall darfst du halt auch da eine Haltung einnehmen. Ja, und letztendlich halt auch Verantwortung dafür tragen. Für die Schritte, die du da eben halt auch machen wirst. Ja, vielleicht also nicht so Verantwortung abgeben. Das wäre nämlich halt auch so Erwartungshaltung. Ja, aber der andere müsste doch. Ja, also da eher eben halt die Macht wieder zu dir selber zurückholen. Nein, ich, das ist mein Projekt. Ich nehme das Ganze für mich eben halt in die Hand. Und ich verantworte eben halt, wenn da irgendwie was schief geht zum Beispiel, ja, oder schief gehen sollte oder es sich so anfühlt, oh, das geht jetzt irgendwie eventuell in einer verkehrten Richtung, ja, dann ist es eben halt sozusagen tatsächlich deins. Und darum geht es wahrscheinlich halt auch. Nicht beim anderen zu suchen, sondern bei dir zu schauen. Wenn du die Sichtweise änderst und ich denke mal, wenn du halt eine Entscheidung eben halt für dich getroffen hast, also ich mache das jetzt, dann tritt sofort eine Veränderung für dich ein, ja, dann kommen eben halt auch wirklich, da kommt etwas ins Rollen, kommt mir so rüber. So, das ist fast quasi ein bisschen so wie so ein Selbstläufer. Ich mache den ersten Schritt, oh, dann kommt der zweite, der dritte, der vierte, dann kommt der auf mich zu und der hilft mir auch und da höre ich was und da höre ich was. Also so kommt mir das hier rüber, ja. Also das sehe ich sehr positiv. Ja, was auch noch wichtig ist, ist das Thema, das kam mir jetzt gerade schon mit der Verantwortung, nicht zu blauäugig da dran zu gehen. Ja, also eher auch hier, Entschuldigung, eben halt sorgfältig halt auch zu überprüfen. Also jetzt auch nicht so blindlings, ich gehe jetzt los, zack, bumm, egal was das kostet und egal was daraus wird, ich lasse das, ich mache das jetzt so unter dem Motto, sondern eben halt wirklich halt auch hier, der Fuchs sagt ja eben halt auch, sei achtsam, ne? Guck eben halt also schon genauer hin, das was auf dich zukommt, prüfe es und aber nicht so, wie soll ich mal sagen, also dass du dich da irgendwie so ein bisschen halt auch drin verrennst. Ja, also Verrenz meine ich eben halt zu lange eben halt auch daran, das zu lange durchkaust, sondern eben halt irgendwie halt in dich hineinspürst und eben halt sagst, doch, das fühlt sich ganz gut an und auf dieses Gefühl, wo du eben halt sagst, das fühlt sich gut an, dann eben halt auch die Dinge zu tun. Ja, das meine ich. Ja, du, ja gut, du hast es hier auf jeden Fall in der Hand. Es geht eben halt tatsächlich ausschließlich, ich meine, es geht immer um dich, aber ich nehme hier eben halt auch so wahr, wie gesagt, auch hinsichtlich der Erwartungshaltung, wie gesagt, auch wenn es hier eben halt auch so eine andere Person sein kann, der Bär, das ist aber dann keine Person, also so eine Person, die dir sehr nahe steht, also kein Partner, Partnerin, ja.
Das nehme ich hier mit dem Bär wahr. Sonst müsste hier eben halt der Herr liegen. Also dann wäre das eben halt eine Person, die dir sehr nahe steht. Das habe ich aber nicht. Es kann eben halt auch hier eine hilfreiche Person sein. Und vielleicht ist es auch da, wo du sagst, ach, diese hilfreiche Person, ich weiß nicht so genau, ich zweifle an dieser Person, ja. Also da schon achtsam sein, genau hinhören, genau zuhören, ja. Und dann eben halt die Sichtweise eventuell halt auch in einer Situation ändern. Ja, vielleicht hast du da eben halt akribisch an etwas, an einer Sichtweise festgehalten und jetzt geht es eben halt darum, neu hinzuschauen. Genau, jetzt mit einer anderen Sichtweise hinzuschauen, ja. Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, vertraue deiner Intuition, deinem Gefühl. Und du bist ja ein emotionales Zeichen, du bist ja ein Wasserzeichen. Wasser sind Gefühle. Ja, und es wird für dich da wichtig sein, deine Gefühle ein Stück weit beiseite zu stellen. Ja, das heißt, je nach Situation, was da auf dich zukommt oder wo du dich dann drin befinden wirst, also nicht zu sehr in eine Emotion hineinzugehen. Ja, dann könntest du dich dann eben halt auch da drin verstricken. Ja, und wie gesagt, dann bist du vielleicht halt auch hier zu kindlich. Ja, sondern handle und denke erwachsen. Ja, das kommt mir hier ganz stark rüber. Ja. Okay, dann schaue ich mal, was hier an hilfreicher Botschaft von dem Kurtepperwein hier noch kommen möchte für dich, lieber Krebs. Da sind immer wirklich schöne Botschaften und die sind wirklich häufig sehr, sehr hilfreich. Und da würde ich mich auch sehr freuen für dich, lieber Krebs, wenn da auch etwas sehr Hilfreiches für dich um die Ecke kommt. Ja, danke. So, da hätten wir. Alle Wesen, die mich umgeben, erblühen wie Blumen und erstrahlen in Liebe, wenn ich ihnen mit Achtsamkeit und... Moment, was heißt das? Ach ja, das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Unvoreingenommenheit begegne. Das ist genau das, was ich spüre. Ich lese das nochmal, die Karte habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Alle Wesen, die mich umgeben, erblühen wie Blumen und erstrahlen in Liebe, wenn ich ihnen mit Achtsamkeit und Unvoreingenommenheit begegne. Da ich in allem immer nur mir selbst begegne, begegne ich überall der Liebe, die mir eigen ist. Also das ist eine wunderbare Botschaft. Da freue ich mich, dass diese Botschaft hier für dich gekommen ist. Das ist genau das, was ich hier zu deiner Legung gesagt habe. Ja, halt auch das mit den Augen der Liebe zu sehen und denke daran, dass es hier eben halt auch darum geht, dass was auf dich zukommt, hat immer etwas halt auch mit dir zu tun. Und deswegen halt auch hier der letzte Satz, da ich in allem immer nur mir selbst begegne, begegne ich überall der Liebe, die mir eigen ist. Und du bist ein sehr, sehr liebevolles, sehr sensitives Tierkreiszeichen, ja, sehr gefühlvoll. Und sei dir insofern sicher, diese Situation kommt nicht so von ungefähr auf dich zu. Wie gesagt, auch anhand des Kreuzes in dieser Legung. Ja, genau. Die Eulen der Glückseligkeit. Na, das war mir zu schnell. Ich habe noch gar nicht angefangen. Da bin ich eher hängen geblieben. Da ist eine. Vielleicht möchte dann auch eine kommen. Da habe ich irgendwie so das Gefühl. Und wenn nicht, dann nicht. Wir haben ja eine. Genau. Irgendwie möchtest du gar nicht so richtig was preisgeben. Ne? Fing ja schon an bei The Map. Wo versteckst du dich? Und wo bist du im Sand eingebuddelt? Lieber Krebs. Was du tust, muss nicht immer Sinn machen. Manchmal reicht es schon, wenn es einfach Spaß macht.
Und wer Spaß hat, sind die Kinder, ne? Die Kinder haben Spaß an neuen Dingen, ja, diese haben eine gewisse Leichtigkeit, ne? Und probieren Dinge aus und wie gesagt, haben da mächtig Spaß mit dabei, ne? Und die sind auch letztlich irgendwie so stolz, wenn sie so ein Türmchen da gebaut haben, ne? Dass sie das geschafft haben. Also manchmal reicht es schon, wenn es einfach Spaß macht. Das ist auch nochmal ein schöner Hinweis dahingehend, ja, die ganze Situation mit einer gewissen Leichtigkeit zu sehen, ja? Okay, lieber Krebs, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Legung ein Stück weit behilflich sein konnte für deine kommenden 2 Monate, September und Oktober. Ja, hör immer wieder mal hinein. Und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich auch über ein Abo. Ja, und wenn du keine Legung mehr verpassen möchtest, dann aktiviere auch das Glöckchen, dann wirst du immer wieder von YouTube erinnert. Tina hat ein Orakel hochgestellt, ja. Das ist auch so eine Wertschätzung für meinen Kanal. Das motiviert mich eben halt auch weiterzumachen in dem Sinne, ne? Okay, ich sage alles Liebe und Gute, lieber Krebs. Wir sehen uns. Tschüss, die Tina.